Tja, hi. Wieder mal meine 5 Minuten. Ja, was? Oh. Geht zurück schon wieder im Kopf mein Thema. Ein Thema. Gibt es hier ein Thema? Ein Thema. Da gibt es ein Thema. Eine volle Teetasse, das ist Tee. Gib mal den Tee rüber. Das ist das Thema. Nein. Was, wie, wo? Ja, vor meinem Haus ist die Straße. An irgendeiner Ecke muss irgendwas sein. Den ganzen Tag Kolonne gefahren, vor und zurück. Oh, Stress. Laut. Aber ich befinde mich ja immer noch im Wintermodus. Das heißt, ich bin ja immer noch. Ja, ich befinde mich im Augenblick an einem Schreibtisch. Einen meiner Schreibtische. An meinem Hauptschreibtisch. Ja. Aber ansonsten. Gibt es eigentlich nichts Neues? Na klar, gibt es was Neues. Alles, was Altes, ist ja nicht neu. Also muss es was Neues geben, damit das Alte wieder. Das Neue wird dann alt und dann. Oh. Also, welches von dem Alten ist jetzt neu? Wo bin ich? Ja. Ja, hier, ach, hier bin ich wieder. Ich bin schon wieder hier mit meinem Computerbrillen-Dingsbums. Gucke mich selbst an und rede mit mir selbst. This is a self-discussion. Ich weiß ja gar nicht, wer ich bin. Dass ich bin, weiß ich ja, klar. Und dass ich jetzt immer noch oh, 3 Minuten zum Reden habe. Also das ist, sagen wir mal, die Obermittelgrenze. Unterste Grenze? Nee, 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 nee. Obermittelgrenze. Ich habe wirklich kein Thema. Heute war ich mit dem Trennschleifer und habe einen alten Vorschlaghammer, der schon richtig breit geklopft ist. Also das, was aus den Rändern dann so übergebreitet ist, dann mit dem Trennjäger abgeschnippelt und ein bisschen geglättet, dann ein bisschen den Rost runter und muss noch mal eine Stunde mich ransetzen. War richtig laut. Hinter mir die Autokolonnen vorbeigefahren. Zwischen mir und diesen Kolonnen das große Eisentor zum Hof hin. Huhu, huhu. In Sicherheit. Na, wenn ein LKW gegenfährt, der macht das platt. Egal. Oh, ich kann sogar Spiegeln an der Wand machen. Mit meiner Brille. Oh, ja. Habe ich mir vor einiger Zeit mal machen lassen. Computerbrille. Hat im oberen Bereich Bildschirmentfernung und im unteren Bereich Tastaturentfernung. Ist extrem praktisch, finde ich. Also, wenn man viel am PC sitzt. Ja, im Prinzip habe ich ja diesmal überhaupt nichts gesagt. Ich hatte ja auch kein Thema. Ich habe einfach nur so gesagt: Hoppala, da liegt ja das Kameradingsbums und dann nehmen wir das Kameradingsbums mal und klappen es mal auf und reden mit ihm. Das sieht eigentlich immer dieses elektronische Auge und dieser kleine Bildschirm, der dahinter ist. Ist eine, wie heißt die Kamera? Canon Lexera X Mini. Ja, kannst du in der Tasche stecken, wie ein kleiner Rasierapparat. Habe ich nur, ach, ich muss sie mal ausführen, die Kamera. Genau, ich muss mal irgendwie meine 5 Minuten Terrine auf einer Parkbank kochen oder an meinem Lieblingsbaum oder neben meinem, eine schöne Bronze im Park. Eine Bronze sitzt einer mit überschlagenen Beinen und liest ein Buch. Der liest schon seit Jahren immer das gleiche Buch auf der gleichen Seite. Ich begrüße ihn immer. Na, was liest du heute wieder? Er liest ja immer das Gleiche. Also das namenlose Bronzebuch vor sich hingehalten. Ja, also wenn jemand diese Figur kennt, dann weiß er auch, wo ich wohne. In etwa. Im Umkreis von 2 Millionen Kilometer. Da bist du ja ein paar Mal um die Erde rum, ne? Was ist denn 2 Millionen? Weiß ich gar nicht. Wie groß ist der Umfang der Erde? Wie oft musst du um die Erde rum? Wenn man weiß, dass große Reisebusse können bis 5 Millionen Kilometer fahren. Und die könnten ja sich mal um die Erde, ne? Das können die fahren, weil die haben so, werden meistens nicht durchgefahren und haben große Maschinen. So, jetzt haben wir das wirklich rumgebracht. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt gemacht? Also ich liege nicht im Bett. Ich habe kein Thema. Ich habe mich über nichts aufgeregt. Es sei denn über die Langsamkeit von Rechnern. Ja, aber das haben wir. Aber, ja, wie immer am Ende kommt der Finger zum Ausknopf und ich sage.